SpongeBob Hardcore ist krass. Sass. Heute geht's weiter mit ein paar krassen Stangensprüngen. Ich werde auch noch einige Checkpoints platzieren. Keine Angst. Und von hier aus ist das gleiche 1:1 nochmal bis hierhin. Dann ist es nur noch ein bisschen anders, bis man dann oben ist. So. Ja. Man kann zum einen erstmal hier rüber springen, skillig. Um da hinten einen Block zu kriegen, da habe ich das daran gemacht, weil ich entdeckt habe, dass das funktioniert. Lol. Von hier aus, weil man kommt da sonst nicht rauf. Deswegen sind da zwei Blöcke, um von dort aus darauf zu kommen. Hier geht es dann hier rüber. Und jetzt sind es halt fast nur noch solche Stangensprünge für dieses Abteil. Ich hatte überlegt, ob ich es vielleicht in Bereiche aufteilen soll. Zum Beispiel wäre dieser Bereich dann Stangenpark oder sowas in der Art. Und hier geht es dann auch so ein bisschen rüber. Also hier geht es dann halt hier hinunter und dann muss man hier rüber und hier ganz einfach das skippen. Dann kommt der Stangengang sozusagen. Weil hier muss man von Stange zu Stange laufen. Und hier kann man sich so, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, kann man, genau, jetzt weiß ich es wieder. Man kann hier rüber springen. Oder man kann, also vielleicht werde ich das dann noch zubauen oder so. Keine Ahnung. Oder man kann hier außen rum. Und von hier aus muss man dann. Hey, was wollte ich da machen? Von hier aus muss man dann darüber und dann darüber. Anscheinend wollte ich irgendwie da darüber bauen, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft oder so. Also auf ein neues. Man muss hier rüber springen, hier rüber. Und dann geht's hier ran vorbei. Man muss hier rüber. Den da habe ich, glaube ich, einfach aus Feder platziert. Hier geht's dann so entlang. Und hier rüber, bis man dann hier ist. Dann gibt es so einen kleinen Pendelteil. Sowas feiere ich eigentlich immer. Von hier aus geht's dann. Hier rüber. Und dann muss man genau hier rüber. Und muss dann perfekto abspringen, um dann hier rüber reinzukommen, um dann von hier aus dort rüber zu kommen. Und dann verhindert der Zaun quasi, dass man von zu weit oben abspringt. Bruh. Und das ist halt sozusagen kleine
Hommage an Only Up. Hopp. Und hier gibt es dann nochmal so ein Pendelturm, weil ich von diesen halt Fan bin. Wow. Und von dort aus gibt es so einen kleinen Troll. Und zwar... Hä, habe ich den da gar nicht hingebaut? WTF. Ich habe den da halt echt nicht hingebaut. Und zwar, wenn man dann hier drüben ist, muss man dann passend hier rüber springen. Und hierauf, damit man dann darunter kann, hierauf und von dort aus hier rüber. Dort ist dann nochmal ein Doppelzaun, weil ich keinen Bock mehr hatte, zu ehrenlose Dinge zu platzieren. Da werde ich noch demnächst eine Sache dran ändern. Und zwar ist hier ein Trick vonnöten. Man muss nämlich so weit wie möglich an die Kante, damit man das öffnen kann. Hier geht's nicht, hier schon. Hier nicht, hier schon. Und da drinnen findet man dann eine Schere. Und extremst viele Krabbenburger, und zwar 26. Wenn man das dann hat, kann man vielleicht sehen, dass dort noch mehr Krabbenburger sind, und zwar bis hier hoch. Hier sind nämlich 4 Krabbenburger und eine Fackel. Und von dort aus kann man dann irgendwie, wenn man es kann, piep, runter. Also hier unten sollte man dann ungefähr sein. Und dann gibt es hier ja diese Bänke. Und hier habe ich noch was Kleines mit eingebaut. Man muss nämlich von den Bänken aus abspringen, nachdem man in den Bänken saß. Und von dort aus geht es dann weiter rüber. Von dort aus dann hier rüber. Und man muss bis ganz ans Ende. Hier gibt es dann noch ein bisschen Verunsicherung. So. Und da finden wir dann ein Labyrinth auf. Zuerst denkt man so, ja, ist ja ganz okay, bis man das hier sieht. Und hier saß ich schon gute 2 Stunden mindestens dran, damit das auch alles seine Richtigkeit hat. Das sehen wir uns dann allerdings beim nächsten Mal an. Vielleicht lasse ich es auch komplett blind, sodass, falls ihr das sehen wollt, irgendwie das machen könnt. Bis auf das hier, das zeige ich euch. Hier ist der Weiterkommenweg. Man muss nämlich so ein bisschen dadurch gehen, damit man weiterkommt. Hier muss ich noch ein bisschen was bauen. Es kommt allerdings bald erst. Und somit kommt man halt auch auf die andere Seite. Bis man hier ist. Von hier aus geht es dann mit so ein paar Sprüngen weiter. Weil da habe ich das da noch extra platziert, weil man kommt da partout nicht rüber, außer man cheatet, obwohl das nicht mal geht, sondern man macht so und geht dann erst rüber. Hier habe ich wieder was
gebaut. Und zwar muss man in die Handschuhe rein und von Handschuh zu Handschuh. Das ist allerdings noch nicht ganz fertig. Deswegen entschuldigt mich bitte. Und von hier aus muss man dann hier rüber, um dann nochmal ein bisschen weiter zu kommen. Hier ist ja der normale Ausgang, der ist zugebaut. Und das war aber noch nicht alles. Irgendwann kommt man dann hier ja mal an. Und von hier aus kann man Weg 1 wählen. Easy Way. Oder Weg 2. Hopp. Und hier ist dann Weg 3, so ein kleiner Weg für Speedrunner, weil in der Mitte ist so ein bisschen Lava. Genauso wie am Rand. Und hier findet man ganz da oben genau 9 Krabbenburger. Das war allerdings immer noch nicht alles, weil wir haben noch das Riesenrad. Und das gibt's im nächsten Part. Labyrinth, Riesenrad, weil das Labyrinth ist am Riesenrad. Und das soll's dann auch gewesen sein für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und tschüss, euer TMSS. Das ist doch fürs letzte Folge. Gutes Thumbnail. Das für diese Folge. Ciao.